Was für mich ganz schön ist, für meine Generation und auch für die folgenden Generationen, ist es, den Küstenschutz aktiv zu erhalten und auch gerade mit Hinblick auf den Klimawandel dafür zu sorgen, dass gerade die Insel Föhr jetzt ein Stückchen sicherer geworden ist. Wir sind jetzt auf der Insel Föhr, 11 Kilometer von Wiek entfernt. Und dort machen wir den Lückenschluss von 3,2 Kilometer Deckwerk. Die Überschrift von diesem Projekt ist eigentlich die Küstenschutzmaßnahme Bau eines Deckwerks mit Wellenüberschlagssicherung. Jede Deichbaustelle ist immer was Besonderes. Das neue Deckwerk liegt etwas höher als das alte Deckwerk. Im Moment sind wir bei der letzten Schicht. Den Mastikschotter bauen wir dort ein. Eine Verstärkung sozusagen für die späteren Stürme und für den erhöhten Wasserstand. Der Deich auf Föhr musste in Teilbereichen ertüchtigt werden, wozu auch Blei benötigt wurde. Vorher ist das eine landwirtschaftlich genutzte Fläche gewesen und die wird nachher ein ökologisches Paradies werden. In dem jetzt ersten Abschnitt legen wir 3.500 Quadratmeter Teichfläche an. Und spätestens im nächsten Frühjahr wird hier alles grün sein. Die Hauptherausforderungen sind, dass alles, was vom Festland hier rüber muss, logistisch hier immer zeitnah da ist, damit man nicht auf irgendwo Material warten muss. Hat der Schiffer Zeit, passt der Wasserstand nicht. Könnte der Lieferant liefern, hat der Schiffer keine Zeit, aber das Wasser passt. Und so sind wir halt immer von drei Faktoren abhängig, die wir selber nicht beeinflussen können. Alle Maßnahmen, die wir haben, musst du vollen Einsatz bringen und du musst mit Herzblut dabei sein. Also wir schaffen in der Spitze 2 Schiffe am Tag und pro Schiff werden dann 300 Tonnen Schüttgüter transportiert werden. Ne? Wir sind immer eine Einheit und am Ende werden wir was Tolles herstellen. Das Schöne an dieser Maßnahme war es, baubegleitend etwas für folgende Generationen herzustellen. Somit erfüllt einen solche Maßnahmen immer mit Stolz.